Ein Mann aus Kanada ist in den Wintermonaten ein wenig betrunken geworden. Er dachte, dass Gott spricht. Dann ging er auf die Knie und er sagte, von woher sprichst du? Wenn du bestimmte Dinge tust, wirst du lächerlich gemacht. Namaskaram Sadhguru, ich fühle, dass mein Hindernis die Angst vor Beurteilung oder Lächerlichkeit ist. Nicht vor deinem Urteil, dem Urteil eines anderen. Und du weißt nicht, was ihr Urteil ist. Zunächst einmal haben sie die Zeit, um Urteile über dich zu fällen. Sind sie so sehr an dir interessiert, dass sie Zeit damit verschwenden, Urteile über dich zu fällen? Aber jemand tat etwas, könnte etwas sagen. Wenn du völlig in die falsche Richtung gehst, ein Mann aus Kanada hat sich in den Wintermonaten ein wenig betrunken. Dann dachte er daran, Eisfischen zu gehen. Er ging also los und fing an, das Eis zu schneiden. Und eine dröhnende Stimme sagte, es gibt keinen Fisch unter diesem Eis. Er erschrak einfach. Er dachte, dass Gott spricht. Dann dachte er, weil er nicht sehen konnte, er dachte, dass es vielleicht nur am Alkohol lag. Und wieder begann er auf das Eis zu hacken. Erneut ertönte eine dröhnende Stimme. Es gibt keinen Fisch unter dem Eis. Dann ging er auf die Knie und er sagte, Gott, bist du Gott? Von wo sprichst du? Die Stimme sagte, ich bin der Manager der Eishalle. Wenn du bestimmte Dinge tust, wirst du lächerlich gemacht. Aber die meiste Zeit über hat niemand Zeit, über dich nachzudenken oder Urteile über dich zu fällen, dich lächerlich zu machen. Sie haben keine Zeit. Sie sind mit ihrem eigenen Kram beschäftigt, verstehst du? Wenn sie eine Minute Zeit haben, sind sie... Wo sehen sie dich an? Sie sehen dich nicht mal mehr an. Daher, kümmere dich nicht darum. Wenn du etwas lächerlich erscheinst und die Leute lachen, wenn sie es tun, ist es nicht schön, dass du wenigstens für jemanden eine Quelle der Freude bist? Ich sage nicht, dass du dich ständig zum Narren machen musst. Aber es ist in Ordnung. Sich hin und wieder zum Narren zu machen, ist sehr menschlich. Du bist immer super korrekt. Das ist ein kleines Problem. Das bedeutet nicht, dass du recht hast. Das bedeutet, dass du ein wenig verkorkst bist. Ich habe immer recht, bedeutet nicht, dass du es verstanden hast. Es bedeutet, dass du nur ein wenig verkorkst bist. Das ist alles. Du bist nicht in der Lage zu sehen. Das ist, wenn du lächerlich wirst. Wenn du bereit bist, lächerlich zu sein, wirst du sehr liebenswert. Viele Menschen werden sich in dich verlieben, weil du dumm bist. Wirklich? Sie denken, du bist süß. Kümmere dich also nicht darum, was andere denken. Was jemand denkt, ist ihr Problem, nicht wahr? Was in ihren Köpfen vorgeht, ist ihr Problem, ja oder nein? Kommen sie und sagen dir, dass du lächerlich bist? Das bedeutet, dass sie sehr hilfreich sind. Angenommen, du gräbst in der Eishalle, um Fische zu fangen. Dass es dir jemand gesagt hat, ist ein sehr hilfreicher Rat, nicht wahr? Sie haben es dir nicht gesagt. Du weißt nicht, was in ihren Köpfen vorgeht. Warum versuchst du, die Gedanken von allen zu lesen? Du solltest dich damit befassen, was die Qualität deines Verstandes ist. Mach dir keine Sorgen über die Qualität und den Inhalt des Verstandes anderer Menschen.
Das ist es nicht wert, das sage ich dir. Die Gedanken anderer Menschen zu erforschen, das ist es nicht wert, da ist nichts wirklich Lohnendes. Wenn du dich damit befasst, was in deinem Verstand passieren soll, wird sich dein Leben verbessern. Wenn du dir Sorgen darüber machst, was er denken könnte, was sie denken könnte, wirst du verrückt, weil du nicht weißt, was vor sich geht. Das ist alles Vermutung. Vermutungen werden dich in den Wahnsinn treiben, wenn du es täglich tust, nicht wahr? Deshalb, von jetzt an, schau dir das einfach an. Wenn du denkst, dass etwas lächerlich ist, tu es nicht. Wenn du denkst, dass es sich lohnt, es zu tun, dann mach es einfach. Es spielt keine Rolle. Jemand mag das lächerlich finden. Ich kann mich über alles im Universum lustig machen. Das bedeutet nicht, dass ich dagegen bin. Anstatt darüber zu weinen, sollten wir wenigstens über all die idiotischen Dinge lachen. Was soll man tun? Ja, es ist eine Wahl. Du kannst viele dumme Dinge in der Welt sehen und darüber weinen. Oder du kannst darüber lachen. Deine Fähigkeit, es zu reparieren, ist besser. Nicht, dass wir alles reparieren können, aber unsere Fähigkeit, etwas zu reparieren, ist besser, wenn wir im Lachmodus sind, nicht in einem weinerlichen Modus. Ist das nicht so? Mach dir also keine Sorgen. Wenn jemand lacht, kannst du dich anschließen und lachen. Du wirst Freunde finden. Wenn du reagierst, wirst du noch lächerlicher. Du hast bereits eine Dummheit begangen. Wenn du darauf reagierst, wirst du zu einem ständigen Gespött. Wenn du dich ihnen anschließt und mit ihnen lachst, werden sie dir aus etwas heraushelfen, das du möglicherweise falsch machst. Möglich. Aber ohnehin, die meisten Menschen denken nicht an dich. Tut mir leid, dich zu enttäuschen.